Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Leider können wir da nicht rein. Oder jetzt doch? Ich hatte eine kleine Aufnahmepause, deshalb... Nein, immer noch nicht. Hier vorne habe ich gerade Leute gesehen. Okay, da sind fliegende Möwen in der Luft. Moment. Die sind wieder böse? Okay, das gefällt mir nicht. Okay, das ist ein großer Vertrauensbruch. Okay, wo... ist ein Lager? Ja. Wir müssen dahin. Also gehen wir kurz zu diesem Lager hin. Und wo könnten wir noch eine Sehenswürdigkeit übersehen haben? Morinstufen. Da drin. Egal. Reisen. Okay, wenn das geht, dann reisen wir dahin. Und wenn sie alle böse sind, dann töten wir sie einfach. Der Typ da sieht verdächtig aus. Der sieht nicht aus wie die anderen. Bist du sicher? Was können wir für euch tun? Wenn du es glaubst. Habt ihr mir irgendetwas zu berichten? Nichts Besonderes, euer Gnaden. Okay. Ich sollte gehen. Gute Reise, euer Gnaden. Ja. Seltsamer Kauz. Warum wurden wir dann angegriffen? Hä? Gut, da wir die ganze Gegend schon bereist haben, setzen wir uns wieder auf unser treues Getier und reiten durch die Gegend. Und es war wirklich da vorne, wo ein Drache und ein Riesen zusammengekämpft haben. Warum sieht man keine Spuren mehr davon? Du warst weiter vorne? Ein Fischerdorf. So, wir steigen ab. Okay, da sind nur die Wurzeln. Die Wurzeln alles übel. Gut, da wir hier nichts mehr machen können. Warte, zurück. Das wollte ich nicht, ich wollte auf die Karte hier. So, das weggepackt. Schwindelkraut, ja. Ich will etwas austesten. Ah, da bist du, ja. So, und jetzt los. Wir reiten mal den Strand entlang. Mir ist da gerade auf der Karte irgendetwas aufgefallen. Ich will es mal kurz überprüfen gehen. Sonst gehen wir zurück nach Haven und schauen, ja, ob wir da etwas Neues zu tun haben. Wir haben ja gewisse Leute rumgeschickt, sie sollen uns Sachen erforschen. Also der runde Tisch und so. Gut, unser Galopp geht gut voran. Aber ich glaube,
Jetzt ist es an seine Grenzen gestoßen. Oder auch noch nicht. So, das hier. Also weiter vorne. Ist das nur diese Küstenteile da? Oder kann man da rüber? Genau das will ich jetzt erforschen. Schön. Super. Mein Pferd hat mich weggestoßen. Okay. Es scheint, das könnte man hier nicht weiter, aber... Ja, da auf der Insel. Vielleicht haben wir etwas auf der Insel noch gesehen. Ein Bandit oder so etwas. Oder ein Zwerg, der versucht, rotes Lyrium abzuernten. Also, ein Zwerg mit einem Brief, wo drauf steht, wie man da reinkommt. Dort, wo es so rot ist. Einfach. Ein junges Getier. Zu mir. Au. Einer weniger. Ja, finde ich auch. Aha. Get out to... Was ist dieses Grüne da? Hm. Gut, es wird nicht mehr viel, dann sind wir auch Level 12. Gut. Drachen... Drachenblut. Ah, das war nur ein Baum. Ich da... Und tot. Gut. Okay, da ist noch eines. Und noch mehr Drachenblut. So. Mal sehen, was wir da unten finden. Wow, wow, wow. Und scheint es trostlos und leer zu sein. Hm. Aber vielleicht gibt es etwas. Sieht leider nicht so aus. Schade, schade, schade. Okay, was haben wir sonst noch so? Okay, aha. Gut. So. Was werden wir sonst noch so finden? Eigentlich haben wir hier alles gesehen. Es gibt keinen Weg mehr nach oben. Ah. Nichts, was wir noch machen könnten. Außer wir den Frosch springen hier. Ah. Wow, wow, wow. Gut, bevor wir irgendwie auch noch krepieren dabei. Da geht's ja nicht weiter. Gut, Weltkarte und ab nach... Den Talander geht's nicht, weil... Ab nach Haven. Ja, ja, zu diesem Ort reiten. Reisen. Ist ja klar. Gut, vergessene Glaubensrichtung, aha. Elfenwurz und Embryum wachsen auf offenen Feldern wie in bewaldeten Gebieten in der Nähe von irgendetwas.
Aber gut. Aha. Komm schon, Ladebildschirm, komm. Sei brav und mach nicht zu lange. Gut. Da ist nichts. Vielleicht hat aber unser Freund hier etwas noch. Meister Harrod hat gesagt. Meister Harrod, ja. Aha. Gut, was haben wir? Okay, nichts. Dann können wir Sachen verkaufen. Alles verkauft. Und was geben wir noch ab? Nur Schurke Stufe 8. Traumweberstab. Maria. Alles Zeugs, das man... Ich glaube, dieses... Gut, das andere Zeug muss ich noch... Geschick. Elfen, Zwergen. Ich glaube aber, dass... Stufe, Gegenstand Stufe 11 und 12. Okay. Aber ich glaube, Moment. Das wäre für Varric interessant. Er hat momentan das hier. Aber das wäre... deutlich besser als das, was er jetzt dann hat. Gut. Deine Brüder und Schwestern bestiehlt. Gut, dann auf geht's. Gehen wir zum Lager. Moment. Der Erbauer sei mit euch. Ja. Was haben wir hier? Okay. Das ist gar kein Problem, Sir. Allerdings hatte ich angenommen, eine Armee braucht eher Waffen als Bohnen. Schwerter kann man nicht essen, Junge. Was wir brauchen, sind Bohnen. Bohnen und Brot. Damit kann ich alle durchfüttern, egal wie lange das hier dauert. Gut. Die hat ihren Durchblick, das ist schön. Dann sind wir Ketzer? Einfach so mir nichts, dir nichts? Sollen wir uns ergeben oder... Sei nicht albern. Wir verkörpern die Kirche genauso wie irgendeine große Klerikerin. Das Geschwätz aus Val-Royo ist nicht das Wort des Erbauers, sondern Politik. Gut. Auch das scheint nützlich zu sein. Gut, weiter geht's. Ich werde diese Verletzungsberichte Forscherin Minave übergeben. Gut. Ihr seid zurück. Wie geht es den Leuten? Könnt ihr mir sagen, wie es unseren Leuten geht? Was wollt ihr wissen? Nachforschen. Die Leute in Haven. Wie geht es den Bewohnern von Haven? Sie haben Angst. Viele von ihnen kamen hierher, weil der Krieg zwischen Magen in ihren Augen... Und dann ist da noch die Bresche. Die Bauern sind von ihren Feldern geflohen. Lebt wohl. Die Ordnung nicht... Lebt wohl, ehrwürdige Mutter. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich dachte, weil... Ja. Wenn einer unserer... Leuten irgendetwas zu sagen hatte, dann leuchtet das schon von weitem. Aber der Apotheker wüsste gerne, wofür ihr so viele Todeswurzeln braucht. Gibt es etwas zu berichten? Arbeit. Nein. Aufeinandermal. Gebt auf euch Acht. Verzauberin. Ich bin keine Verzauberin, sondern eine Schülerin. Bitte sagt Adan einfach, dass ich diese Todeswurzeln brauche. Gut. Hallo. Kann ich euch behilflich sein? Nein, es scheint mir nicht. Wir unterhalten uns später. Sichere Reisen. Danke. Das können wir gebrauchen. Gut, das haben wir abgegeben. Dann zum Kriegsrat. Mal sehen, ein paar Sachen wurden ja schon vollendet. Okay, Ferelden. Okay. Gut, unsere Bemühungen waren erfolgreich. Ein Teil des Gewinns wird an euch weitergeleitet. Ja. Dann, was war das? Hm.
Euer Gnade, Jesarians Klinge haben an der Küste Vorräte eingelagert. Betrachtet sie als die eure. Unser ehemaliger Anführer hat unsere Bestände deutlich erhöht, obwohl einige seiner Methoden als geheimhin unehrenwert gelten. Yvonne von den Klingen. Okay. Sie arbeiten für euch, lasst ihnen ihre Vorräte. Wir wissen wenig über diese Leute. Vielleicht haben sie ja nützliche Informationen für uns. Wir können nicht offen Diebesgut annehmen. Allerdings können wir es als Fundsachen deklarieren. Und Moment. Sie ist am schnellsten. Gut, wir können die Ressourcen gebrauchen. Unsere Soldaten übernehmen den Transport. Nein. Liane. Dann wollen wir doch mal sehen. Du bist dran. Okay, und was ist das? Ah ja. Ausgezeichnetes Amulett der Willenskraft. Zur Feier der erfolgreichen Drachenjagd, welche ganz diese Schuppen nach... Doch, sorry, bin ein bisschen verwirrt. Welchen Glanz diese Schuppen doch haben. Es sind wahrlich Prachtstücke. Euer Geschenk wird es meiner Kreativität erlauben, sich voll zu entfalten. Oh, ihr werdet Dinge erschaffen, von denen ich schon seit Ewigkeiten geträumt habe. Im Gegenzug wird euch Herren meine gesammelten Unterlagen zukommen lassen. Sie sind vielleicht ein wenig durcheinander, aber vielleicht können sie eurer Schmiede ja von Nutzen sein. Gut, sie arbeitet da. Schwarzes Emporium. Abgeschlossen. Truppen verfügbar. Ihr könnt die Truppen schicken. Wir können das... Von der Zeit... Wir können Truppen von Ort nach West bewegen, ohne die... Gefährder, ne? Okay, mein Freund, du bist dran. Machen wir uns an die Arbeit. Geld beschafft, verfügbar. Okay. Dann, meine Liebe, bist du wieder dran. Hinterland, Soldaten gerettet. Beschäftigt. Ach ja. Der Schwachsinn hier. Beschäftigt. Das auch. Okay. Gut, haben wir neue Pläne gekriegt? Oder nur dieses Amulett? Ausgezeichnetes Amulett der Willenskraft. Ich weiß aber nicht, für wen die Willenskraft geeignet ist. Diese Wahrheiten hat der Erbauer mir offenbart. Ebenso wie es nur eine Welt. Okay, die Sturmküste. Ja, diesen Schwachsinn hier. Hinterlande, was haben wir da? Karte. Können wir nach Wandteppich? Ja. Gut. Okay. Scherbensammler, okay. Innerer Kreis können wir im Moment nicht viel machen. Nur rotes Tuch. Und der Weg der Inquisition ist, suche den Ratsraum auf. Reise nach Val Royo, benötigte Macht. Ein Leben, einen Tod gibt, so gibt es nur einen Gott. Und er ist... Das sind so Sachen, die man... Bauer sei mit euch. Ja. Barrick, hilf mir. Womit kann ich dienen? Ich habe ein Befreien, rotes Lyrium, vergesst es. Man sieht sich. Also als erstes einmal will ich kurz still mein Pferd wechseln. Es kann ja nicht sein, dass wir so einen hässlichen Teil haben.
Kaufen, verkaufen. Nein. Guten Tag. So, Pferde, wir nehmen gewöhnliche Pferde. Was haben wir hier? Aschara. Von der Kunai gefrutete. Talentläufer. Ja, nehmen wir das. Das sollte helfen. Sieht ganz brauchbar aus. Forscherin Minave denkt, diese Notizen könnten hilfreich sein. Okay. Dann ein andermal. Gut. Die Winterstreitkolben. Feuerhuhne kann man aber nicht rausnehmen. Das haben wir drin. Gut. Entfernen. Entfernen. Ja, ja. Und hier entfernen. Ja, dann können wir es verkaufen. Und da können wir leider nichts machen. Und hier können wir weder einen Griff noch eine Rune reinpacken. Das dürfte euch gute Dienste leisten. Gut, verkaufen. Ja, okay. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Gut. Okay, nachdem wir das gemacht haben, gehen wir zurück zum Rat. Es sei denn, Cassandra hatte etwas Neues. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Aber natürlich, meine Liebe. Das wäre vorerst alles. Dann bis zum nächsten Mal. Ja. Gut, gut, gut. Guten Tag. Guten Tag. Okay. Entdeckte Sehenswürdigkeiten. Das ist das Einzige, was wir dort noch machen können. Wie kannst du so ruhig bleiben, während alles, woran wir glauben, in Frage gestellt wird? Ich brauche keine alte Frau in Val Royeau, die mir erklärt, wie ich den Erbauer zu verehren habe. Wir pflegen die Kranken, füttern die Armen, kleiden die Nackten und verkünden den Gesang. Um alles andere kümmert sich Sucherin Pentagast. Und der Erbauer vergebe all jenen, die sich ihr in den Weg stellen. Okay. Der erste Teil war sehr schön, der zweite Teil, ja. Ja. Gut. Dann gehen wir mal nach Claire? Orles. So. Orles, das mächtigste Menschenreich. Irgendwelche Neuigkeiten? Bisher nicht. Gut. Menschenreich in Tedas ist sowohl für seine extravaganten Adelskultur als auch als Geburtsstätte der Kirche bekannt. Aha. Was ist das? Beschäftigt. Weil Rallio an die Kirche wenden. Oh, das will ich nicht. Scherben untersuchen. Ah, ja. Okay. Mission nicht verfügbar. Eigentlich nur Beziehung. Einige Geschichte, gesteuerte Gerüchte müssten einen Bitterkrieg auf andere Gegenstände auslösen und uns blieben die Schriftrollen. Verstehe. Okay, was haben wir hier? Schwester Liliane, die Scherben, die der Herold Andraste gefunden hat, sind mit nichts zu vergleichen, das ich bis dato gesehen habe. Obschon sie antiker Ursprung sind, werden bis heute nicht viele von ihnen geborgen. Offenbar hat die Bresche die alte Magie gestört, die sie vor neugierigen Augen geschützt hatte. Ich habe von einer Schriftrolle gehört, in der die Scherben Erwähnung finden. Sie gehörte einst dem Turm des Zirkels in der Markham. Nach dem Fall des Zirkels hat die Sorele-Familie allerdings viele seiner Schätze als Kompensation für die Spenden einbehalten, die sie geleistet haben, nachdem ihr magiebegabter Sohn in den Turm gebracht worden war. Nun möchte die Familie die Schriftrolle und an
und alles andere im Rahmen einer privaten Auktion versteigern. Verzauberer Renaud, hastig hingekritzelt. Josephine, falls diese alte Magie mit der Bresche verknüpft ist oder uns einen Vorteil gegen sie verschaffen kann, müssen wir es wissen. Könnt ihr uns in dieser Auktion einschleusen, Liliane? Gut, dann mach it. Vollbringt das Wunder. Neues Gebiet freigeschaltet, okay. Schwester Liliane, danke unserer Frau Botschafterin. Ja, ganz ruhig. Dank unserer Frau Botschafterin könnte ich die Schriftrolle untersuchen. Der Verweis ist vage, impliziert aber eine Verbindung zu einem vermutlich elfischen Tempel. Ich habe diese Spur verfolgt und glaube, in einer Oase in der Westgraten einen entsprechenden Tempel gefunden zu haben. Was sich in diesem Tempel verbirgt, vermag ich jedoch nicht zu sagen. Die Berichte über diesen Ort sind lückenhaft, da einige Seiten zu fehlen scheinen. Ich muss erst eine verlässliche Quelle finden. Vielleicht können wir unsere Soldaten dabei behilflich sein, Verzauberer Renaud. Zu folgen dort, ja, warum nicht? Wir haben im Moment ja nicht viel zu tun. Und los. Schauen wir uns das mal an. Kann ja nicht schaden, oder? Gut, Prachtwaldweller. Drachenjungen. Erforsche Schaden gegen Drachen erhöht. Gut, gut, es lädt. Wollt ihr zur Oase? Sie ist in jedem Fall einen Besuch wert. Sie und der Tempel liegen tiefer in der Wüste. Sonst noch was? Oder? Nee, hier. Konntet ihr mehr über den Tempel in Erfahrung bringen? Ganz ehrlich, mir gefällt die Atmosphäre dort nicht. Und so geht es allen. Wieso? Keine Ahnung. Das ist nur so ein Gefühl. Sonst noch etwas? Sollte ich sonst noch etwas wissen? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Eine Bergbaugesellschaft aus Val-Formar hat hier mal geschürft. Aber als sich die Verhältnisse änderten, hat sie ihre Zelte abgebrochen. Seltsamerweise haben sie den Tempel auf keiner ihrer Karten markiert. Ah. So, so ist das. Und sie verschwindet jedes Mal spurlos. Okay, was sagt unsere Offizierin? Es gibt neue Berichte. Lasst hören. Setzt mich ins Bild. Sieht selbst, Sir. Okay, was? Falscher Tisch. Da. Geologische Vorkommen. Paragon-Schimmer. Schiffsbruch und das andere Zeug. Okay. Gut, bevor wir hier weitergehen, würde ich sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.